Shocking situations. Jetzt wird schlimm. Ganz schlimm. Das Schockierende daran ist, ich weiß gar nicht, warum das da steht. Ich schon. Ach so. Ja, okay. Ich sehe schon, ja. Mhm. Ja. Oh Gott, okay. Ah, okay. Mhm. Ja, ich habe jetzt mal den... ui. Mhm. Ja. Wir haben mal weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, gab es schon öfter Situationen, die dich so schockiert haben, dass du aufhören musstest zu spielen? Und die haben Folgendes gesagt. Geschockt in einem Game hat mich eigentlich so, dass ich gesagt habe, oh nein, das ist mir zu krass, nie was. Es gab Momente, wo ich überlegt habe, musste das unbedingt jetzt so bildlich dargestellt werden? Aber es gab Games, wo ich wirklich aufgehört habe zu spielen, weil ich ein kleiner Schisser bin und trotzdem gerne mal ein Horrorspiel spiele. Und wenn mir das Horrorspiel zu krass wird, dann sage ich einfach, ist nicht meine Liga, ist nicht mein Level, da bin ich. Nein, bisher nicht. Also Schreckmomente, doch, jetzt wo es mir einfällt, doch, es gab ein VR-Horrorspiel, Phase of Fears 2, das muss ich tatsächlich aufhören, weil das hat mich wirklich fertig gemacht, also da konnte ich nicht mehr. Von der Story her hat mich jetzt noch nichts so schockiert. Es gab Stories, die haben mich hart getroffen, wo ich echt auch so ein Klumpen im Hals hatte und schlucken musste und dachte, wow, kann ich auch gerne nochmal ein Beispiel geben. Spec Ops The Line fand ich ein harter Moment, wo ich so ein, jeder weiß jetzt, was kommt, wo ich so einen Napalm-Angriff angeordnet habe und dann später festgestellt habe, okay, ich habe jetzt hier jede Menge unschuldige Menschen getötet und finde da so ihre Leichen. Das fand ich wirklich so schlechtes Gefühl, sehr gut vermittelt, also richtig cool. Aber deswegen aufhören würde ich nicht. Also ich freue mich auch tatsächlich immer, wenn ich besonders eklige Sachen in Spielen sehe. Zum Beispiel bei Outlast. Outlast habe ich angespielt, habe das, glaube ich, eine halbe Stunde gespielt und habe gesagt, dieses Game wirst du nie zu Ende spielen, weil du hast bei der ersten halben Stunde schon einen halben Herzinfarkt gekriegt. Das ist nicht dein Level. Das ist dann lieber zwei Level drunter im Horror-Game-Bereich und reicht das. Ja, bei PT. Da brauchte ich eine Pause, weil es halt echt ultra creepy ist und es dich wirklich durch diese ganze, die Soundkulisse ist so krass gemacht und das ganze Setting. Nee, shocking nicht. Also ich hatte schon shocking situations, aber ich habe deswegen nicht aufgehört, sondern im Gegenteil. Ich hatte allerdings einmal eine Situation, wo ich nach Stunden hingeschmissen habe. Das war kurz vor dem Bossfight. Das war Sense of Time von Prince of Persia, glaube ich. Habe ich die Schnauze voll gehabt, weil das war nur noch so eine Mechanik, die kriegt man einfach nicht hin. Also ich jedenfalls nicht. Ich habe mich dann zu doof angestellt. Es reicht dieser eine blöde Gang eigentlich, ja. Und du bist aber irgendwann an so einem Level, gerade wenn du mit Headset spielst oder sehr laut oder einer guten Soundanlage, was wir schon gemacht haben, dass deine Psyche dann irgendwann sowas von beballert wird damit, dass du einfach diese Pause brauchst. Also schon, aber ich habe dann doch weitergespielt. Das war aber Life is Strange. Da gab es eine Situation, die ich jetzt nicht spoilern möchte. Da habe ich echt einen Tag lang Pause machen müssen, weil das wirklich, wirklich emotional krass war. Und auch am Ende bei der großen Entscheidung musste ich auch aufhören, weil das echt heftig war so für mich. Ja. Mag ich einfach. Finde ich cool. Baut das gerne ein, liebe Entwickler. Möglichst widerliches Zeug. Gerade in Spielen finde ich das super, wenn ich das im Spiel sehe und dann weiß, ah, meine Realität ist viel besser. Und ansonsten würde ich ein Spiel nur ausmachen, wenn ich mich so drüber ärgere, dass ich gerade eine Stelle nicht geschafft habe, dass ich genau weiß, wenn ich es jetzt nochmal mache, direkt, dann geht es sowas von in die Hose. Lieber eine halbe Stunde Pause oder am nächsten Tag und plötzlich ist es alles total einfach. Ja, das gibt's tatsächlich. Wobei jetzt ziemlich schnell klar wird, dass das Wort schockierend auch für jeden was anderes ist. Ja. Mhm. Ich habe zwei Beispiele. Oh, ja. Spannend, okay. Last of Us 2. Ja. Ab einer bestimmten Stelle, da hatte ich, das fand ich irgendwie, ja. Und die Geschichte mit dem Here They Lie. Oh ja,
Das sind zwar richtig schöne Beispiele. Weil hier der Lai habe ich irgendwann aufgehört, zu spielen, weil es ist ein VR-Spiel, VR-Horrorspiel, ja, das so gruselig ist, dass es mir nicht möglich ist, dieses Spiel durchzuspielen in VR. Vielleicht, wenn ich den Sound ausmache oder so, weil der nämlich gerade für so schockierende Situationen sehr, sehr prägnant ist, weil der, wenn es aufspringt, du bist in einem engen Gang und dann schreit dich ein Monster an, das macht dich fertig, so. Das ist ein Jumpscare-Gedöns. Das sind ja auch diese shocking Situations, gerade Jumpscare und so, und das ist voll davon, und das macht dir Angst, so. Und das habe ich, aufgehört zu spielen. Der Gronkh hat es gespielt. Ne? Auch aufgehört. Und er hat gesagt, damit bin ich durch, VR-Spiele, Horror, nicht mit mir. Und ich bin ein bisschen stolz drauf, dass ich 20 Minuten länger ausgehalten habe, aber auch nicht länger. Aber das kann ich mir eigentlich nicht mit brüsten, muss ich ehrlich sagen. Das Besondere, gerade in dieser Situation war, also der Auslöser von ich spiele nicht mehr weiter, war also eine bestimmte Situation, in der die Situation sehr gruselig war. Ja. Und hier Serlei spielt halt mit Dingen, die du fast siehst. Ja. Also es gibt Spiele, die sind zum Beispiel gruselig, und es gibt Spiele, die sind so Splatter. Also zum Beispiel gruselig finde ich jetzt Visage, das ist halt sehr irgendwie unheimlich und Dinge in Schatten, und die Musik wird thrilliger, Dinge kippen um und bla. Also das spielt sehr mit diesem ganzen subtilen Atmosphärekram. Mhm. Und dann gibt es sowas wie Outlast zum Beispiel, wo du dann irgendwie dieses eklige, offene Hundemonster irgendwie, das kommt dann auf dich zu mit den 5 Armen und es sieht einfach absolut ekelhaft aus. Und das willst du auch nicht, aber es ist eine andere Art von Horror. Und und ja. Hier Selai macht Folgendes: Du siehst das Monster nie ganz, weil es ein Schattenmonster ist. Das ja. heißt, du siehst zum Beispiel, wenn du näher kommst, macht der Bildschirm quasi so ein bisschen, dass er, als wenn er zittert, oder also die Atmosphäre, du siehst, oh, und das Geräusch in deiner Umgebung wird auch so ein bisschen so wie so ein Fiepen im Entfernten, so dass du merkst, oh, das ist fies in der Nähe, das ist jetzt nicht gut. Und gleichzeitig siehst du es nie ganz, weil es quasi nur Augen im Schatten macht, wenn es irgendwo da hinten langläuft. Und das ist so gruselig in der Kombination in VR. Du kannst ja nicht mal weglaufen in VR. Das Einzige, was du machen kannst, ist irgendwie die Augen zuhalten oder die Maske vom Kopf nehmen oder sowas, weil du bist ja drin. Das ist unglaublich. Erik Range ist seitwärts gegangen. Ja, so ist er gegangen. Ich sehe das gar nicht. Also, hat aber auch nicht funktioniert. Nee, also das ist, du kannst halt wenig fliehen aus dieser Situation. Das ist ganz gemein. Und ja, deswegen ist das so schrecklich. Das heißt, Momente, in denen ich aufhören möchte, das Spiel zu spielen oder einfach nicht mehr weiterspielen kann, sind unterschiedlich motiviert. In ja. dem Fall war der Gruselfaktor zu hoch. Im anderen Fall, vielleicht bei anderen ist es vielleicht Ekel. Ja, es gibt zum Beispiel Trigger wie Phobien. Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, wir waren jetzt bei einer Veranstaltung im Zack in Düsseldorf, da ist alle 3 Monate Kultur aus der Konsole, sehr schönes Format, wenn ihr in der Nähe seid, geht da doch mal hin, ist nur zu empfehlen, und im Oktober ist, glaube ich, die nächste wieder. Mhm. Und dieses Format, da werden unterschiedliche Spiele und Indie-Games immer vorgestellt, was ziemlich cool ist, und da gab es ein Spinnenspiel, ja, da konntest du quasi irgendwie die Spinne spielen. Und es gibt halt Menschen, die triggert das. Itzy Bitsy Spider. Genau, und in einem anderen Spiel, da wurde jetzt der große Spinnengegner eingebaut, und da haben die einen Arachnophobia-Mode ins Spiel eingebaut. Da ist die Spinne, der klauen sie dann die Beine, und dann ist die nur noch ein Blob. Okay, ja gut, kann man auch machen. Ja. Ja, ja. Ja, der Blob. Der Blob. Reicht das denn? Reicht das für jemanden, der eine Arachnophobie hat, irgendwie, der Blob? Aber der Blob ist doch der Blob. Ja, aber ja? Keine Beine mehr. Das ist der Körper von der Spinne. Und ich habe vielleicht so eine Fantasie, dass ich mir trotzdem vorstelle, weil ich weiß, dass es eine Spinne ist. Wenn man es weiß, ist es vielleicht tatsächlich so. Ich glaube, das kommt auch darauf an, wie stark das ausgeprägt ja. ist bei den unterschiedlichen Leuten. Ja. Prinzipiell ist die Idee, dem Vieh die Beine zu nehmen, ja erstmal ganz gut, ja. weil dann ist es nicht mehr ganz so ekelig anzuschauen. Ja. Ja. Wir hatten eine Margoloth eingebaut. In Risen 3 gab es auch Leute, die uns angeschrieben haben, ob wir das nicht mal durchspielen, das Safe Game, und ihm zurückschicken, weil er hat eine Phobie. Mhm. Gab es Leute, die hatten Pilzphobie, ne? Die konnten Pilze nicht
ne, sammeln. Mhm. Es gab Leute, die hatten irgendwas gegen Pentagramm und solche Dinge. Das heißt, es gibt schon so Momente, die auch wir in unsere Spiele eingebaut haben, mhm, wo Menschen aufgehört haben zu spielen. Ja. Man hat gesagt, das ist mir zu krass. So, ne? Ja, da kann man vielleicht auch sich drüber lustig machen oder so. Am Ende des Tages ist es aber individuell, ja, von jedem selber, ja, was er glaubt, an welcher Stelle er aufhört zu spielen. Mhm. Ne? Ja, das ist schon, das, wovon hängt das ab, ne? Kann man darauf Rücksicht nehmen als Entwickler? So, ne? Also ich würde sagen, Arachnophobie ist immerhin noch eine der am weitesten verbreitetsten Phobien. Ja, gut, wir haben sehr viele Spinnen eingebaut, wir sind da echt schuldig, ne, an, mhm, der Stelle. Gerade in der Risen-Reihe haben wir sehr viele Spinnen eingebaut. Schon, aber mittlerweile eigentlich nicht. Wir haben nicht doch, das mit, doch, ja, doch, wir haben auch ach, weil wir so Insektenviecher, ne, die zählen dann vielleicht dabei. Also absolut. 6 Beine ist genauso doof wie 8, ich weiß es nicht. Ich habe keine Phobie gegen Spinnen. Ja. Und da wäre es zumindest noch handelbar. Bei anderen Phobien kannst du, also jeder hat ja einen unterschiedlichen Trigger. Wir, ne, haben so eine riesige Sumpfspinne, also schlimmer geht's nicht. Okay. Ja, ja. Und Mantis, also eine Gottesanbeterin mit mehrere Beinen haben wir auch und gedöhnt. Also ist schon, ne, also für jemanden, der da Phobie hat oder so, ist das schon nicht schön. Das verstehe ich auch. Ne? Dann mache ich auch noch so tolle Geräusche da. Diese, ne, finde ich auch manchmal selber eklig. Aber wenn man darauf Rücksicht nehmen, kann man darauf Rücksicht nehmen. Ist man als Entwickler dazu verpflichtet, ja, mach das nicht, weil dann engst du deine Spielerschaft ein oder so. Schwieriges Thema. Gerade bei Phobien würde ich sagen, ist das schwierig. Ja. Ich würde sagen, wenn es einfach ist, das an einer bestimmten Stelle zentriert zu machen, finde ich die Idee mit dem Arachnophobia-Modus ganz, ganz schön. Ja. Allerdings kannst du ja, wie gesagt, die Trigger der Menschen da draußen in der Regel nicht kennen. Und deswegen, viele davon, ja. Ich würde den Menschen immer empfehlen, wenn ihr euch nicht sicher seid, lasst eure Freunde mal drüber gucken auf YouTube vorher. Jedes Spiel hat relativ fix ein Let's Play oder wo man sich das mal angucken kann, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, hat das meine Trigger oder nicht. Also wenn man eine Rattenphobie hat, dann spielt man nicht für Blacktail oder Dishonored, ganz einfach. Das ist richtig. Ne? Das ist so. Also schwierig, ne? Ja. Ich weiß nicht, also es gilt nicht nur für uns, es gilt für alle. Ja. 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 Das ist richtig. Ja. Ja, und dann gibt es Shocking Moments, die gar nicht mit diesen expliziten Schockmomenten, Ekel oder so zu tun haben, sondern mit Emotionen und Empathie. Ne, das ist nämlich das die andere Kehrseite. Manchmal bin ich so geschockt von einer Sache, die passiert in einem Spiel, dass ich dann auch nicht mehr weiterspielen möchte. Mhm. Ne? Klassisches Beispiel irgendwie, ich spiele eine Spielereihe und irgendwann entscheiden sie sich dann irgendwie, einen meiner Lieblingscharaktere zu töten. Da kann man sagen, okay, ist mir egal, ich spiele das jetzt trotzdem weiter und sehe darüber hinweg oder was weiß ich, hol kurz in mein Kissen und dann machen auf, ja auch viele. Ne? Das, ja. Glaube ich, die Mehrheit sogar würde das so sehen. Und dann gibt es aber auch Menschen, die würden dann sagen, nein, mir war das jetzt so wichtig, ich finde das jetzt so doof, dass ich da an der Stelle auch nicht weiterspielen möchte, weil ich diese Entscheidung sehr schlecht finde. Mhm. Ähnliches gilt zum Beispiel für Spielereien, in denen einzelne Passagen zum Beispiel schlecht enden. Ne? Hat auch oft mit Tod zu tun oder mit miesen Entscheidungen manchmal oder sowas. Destruktives, ne? Storytelling halt, ja. Im, genau, Allgemeinen, ja. Ja, und an der Stelle bin ich emotional vielleicht so betroffen, dass ich das nicht möchte. Mhm. Und auch das kann eine Entscheidung sein, warum etwas schocking genug ist, dass ich mich dagegen entscheide. Vor allem, wenn es um Kinder geht. Auch, ja. Ja. Gibt das ein Spiel, das heißt Faded, und das fand ich shocking. Mhm. Also das hat mich schon ziemlich, das fand ich bitter. Mhm. Ne? Was auch noch VR. Ne? Nix für mich. Ne? Mhm. Verstehe ich total gut. Ich habe eine kleine Tochter hier, ne? Und ja. Das erinnert mich da. Nee, das kann ich nicht. So, ne? Tut mir leid, das ist mir zu krass. Mich da emotional, mich da reinzuhängen und so, ne? Das ging nicht. Fies. So, fand ich sehr fies. So. Ähnliche Situation hatte ich mit Z-Dragon Cancer. Das war deshalb so schrecklich, das Spiel. Es ist ein Spiel, das ein Vater gemacht hat, um den Krebstod seines Kindes zu bewältigen.
Und am allerschlimmsten in diesem Spiel finde ich, dass die Tonaufnahmen, die er darin verbaut hat, echte Tonaufnahmen waren von seinem eigenen verstorbenen Kind. Das heißt, wenn das Kind im Spiel geweint hat, wusstest du, das ist sein Kind, das wirklich Krebs hatte. Und das ist so schrecklich, das Spiel hätte ich nicht spielen können. Das ganze Spiel ist ein Riesentrigger. Das ist echt. Aber er hatte es damit geschafft, ne, um was Positives an der Stelle zu sagen, mit diesem Spiel irgendwie dieses furchtbare Erlebnis zu verarbeiten und es irgendwie in dieses Spiel zu packen und dann weiterzuleben. Und das ist natürlich auch irgendwie hochgradig kreativ, damit umzugehen mit dieser Situation. Das heißt, ich kann das total gut nachfühlen, warum er das so getan hat, aber das Spiel an sich zu spielen, fände ich ganz schrecklich. Hast du eine Community-Frage, sag mal? Ganz bestimmt. Ja. Boah, die ist so kompliziert, ich glaube, die ist gar nicht so schlecht. Und zwar, ich lese einfach mal vor, was die Person geschrieben hat. Wie vermeidet man in Spielen eine kognitive Dissonanz? Das beginnt ja schon beim Einstieg. Wo sind meine Fähigkeiten? Oder während des Spiels Konkurrenz der Nebenaufgaben mit der Hauptstory. Ich bin zum Beispiel super Pazifist, aber murks 1000 Leute ab und so weiter. Vielleicht sinnvoll, kognitive Dissonanz in dem Zusammenhang noch ein bisschen zu erläutern, was genau damit gemeint ist. Wir spielen ein Spiel und es ist völlig klar, dass es ein Spiel ist und nicht die Wirklichkeit. Deswegen verzeihen wir dem Spiel Dinge, die im Grunde genommen eigentlich unrealistisch sind. Ne? Und kognitive Dissonanz macht genau das. Das heißt, es gibt Momente, in denen uns besonders auffällt, dass etwas jetzt irgendwie nicht stimmt. Und an anderen Stellen verzeihen wir das dem Spiel, ohne darüber nachzudenken. Dafür gibt es tatsächlich auch Beispiele. Das Lieblingsbeispiel, was wir immer anführen, ist die Milchflasche in der Kuh. Ja, das ist etwas, das kommt mittlerweile gar nicht mehr so häufig vor, ist aber eine tolle Verdeutlichung von so einem Phänomen, dass die Leute, wenn die eine Kuh looten und dann eine Milchflasche bekommen, in der Regel nicht darüber nachdenken, dass sie jetzt eine Milchflasche aus der Kuh geholt haben, sondern das einfach akzeptieren, denn es ist ja ein Spiel, egal wie blödsinnig das eigentlich ist. Und von dieser Art Situationen gibt es halt sehr viele. Sehr viele, die das Spiel einfach akzeptiert werden. Und an einer anderen Stelle zum Beispiel kann dann der Spieler sagen, nee, das finde ich jetzt aber unrealistisch. Das ist aber jetzt cheesy. Ja, das gefällt mir aber nicht, weil zum Beispiel das Schwert, was derjenige führt, ist jetzt einfach zu groß. Und eigentlich müsste das doch zu schwer sein. Ne? Ja, oder die Wellen, die gehen vom Strand weg, anstatt an den Strand dran an einigen Stellen. Das stimmt. Mhm. Oder der Wind, wie die Fahne hängt oder so, und dahinter ist ein Windrad, das ist irgendwie 90 Grad verdreht, das ist unplausibel. Und also es gibt 1000 Beispiele, wo Realismus, Wahn, würde ich es fast schon nennen, irgendwie in Computerspielen nichts zu suchen hat eigentlich, weil das muss ein gewisser Abstraktionsgrad haben. Aber diese kognitive Dissonanz, die Frage war, wie war das, wie wir darauf reagieren? Wie kann man das vermeiden? Mhm. Naja, also plausible Sachen einzubauen, ist schon unser Bestreben, dass eine Geschichte auch plausibel ist, dass Sachverhalte plausibel sind. Aber es gibt halt diesen gewissen Abstraktionsgrad, der ist auch dem aktuellen Trend untergeordnet teilweise. Ne? Zombies sind völlig irrationaler Blödsinn. Trotzdem spielen sie mit der Angst der Menschen ein Stück weit so, ne? Weil wenn irgendwie ein Zombie hat irgendwie die Fleischfetzen darunter hängt, trotzdem kann es sich bewegen, oder ein Skelett hat gar keine Muskeln mehr. So völlig unplausibler Blödsinn. Ja, aber es ist ja irgendwie Magie oder so, ja. Das ist natürlich eine absolute kognitive Dissonanz, dass wir da vor Angst haben. Mhm. Ein Skelett kann dir nichts. Sobald ein Skelett da erscheint und merkt, dass es da ist, ne, und darüber sich selbst nachdenkt, müsste es eigentlich zu Staub zerfallen, was Quatsch ist, physikalischer Unsinn. Aber wir haben Angst davor. So, wie geht man damit um? Wenn ein Skelett als Monster dich angreift, ist völlig okay. So, das heißt, man muss da gucken, was ist Common Knowledge oder irgendwie allgemeingültig. Was haben Menschen, was akzeptieren die? Welche Art von Märchen finden die okay? Wenn das Vader so macht und einer da hinten so, findet man das völlig plausibel. Ja, da macht man wieder seinen komischen Jedi-Griff da oder was, ne? Oder Sith, ne? Aber
da denkt man nicht mehr drüber nach. So, das heißt, sowas baut man dann ein. So, ja. Dass es Quatsch ist, dass das eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Das funktioniert ja gar nicht, ja. Aber irgendwie akzeptieren Menschen das. So, ja. Mein Lieblingsbeispiel war immer bei Uncharted und Lara Croft. Das fand ich immer besonders toll, weil irgendeiner mal gesagt hat, mein Gott, irgendwie, das ist halt auch meistens mittlerweile so mit so einem Pacing gemacht, irgendwie du kletterst und rätselst und dann kommt irgendwie so eine Welle an irgendwelchen Gegnern, die du dann halt platt machen musst. Und diese Charaktere, die das dann machen in diesem Abenteuerspiel, sind eigentlich voll die Massenmörder. Und das kriegt aber eigentlich keiner mit, weil du diese kognitive Dissonanz aufhebst, indem du versuchst, Abstraktionsgrade auf der einen Seite und auf der anderen Seite persönliche Nachvollziehbarkeit irgendwie in der Waage zu halten. Das heißt, wenn ich nachvollziehen kann, warum Lara Croft jetzt irgendwo hin will und was ihr Ziel ist und ich kann mit diesem Charakter mitgehen, emotional, dann ist das gut genug, als dass ich die anderen Dinge, die in diesen Abstraktionsgraden gehalten werden, einfach akzeptiere. Ne, dann ist es auch nicht schlimm, dass die jetzt irgendwie da hinten 20 Typen getötet hat im Alleingang, weil ich das als Gegnerwelle empfinde, die einfach so jetzt eine Hürde ist, die ich zu nehmen habe, um an mein eigentliches Ziel zu kommen. Und deswegen funktioniert das. Und das kann man im Grunde genommen bei allen möglichen Spielen machen. Bei Nathan Drake Uncharted genauso, ja. Der geht durch irgendwelche Indiana Jones-esken Tempelanlagen, die seit Tausenden von Jahren verschollen da unten schlummern und dann völlig und so, ach, da kommt wieder die Monsterwelle. Nein, die Gegnerwelle. Wie sind denn die hier reingekommen, sagt der Nathan Drake dann irgendwann so scherzhafterweise. Mhm. Ne? Ich dachte, hier wäre kein Mensch. Also das ist dann schon kognitive Dissonanz. Das ist einfach Blödsinn. Und irgendwann wird's auch zu doof. Ne? Dann schaltet man ab, dann nimmt man es auch nicht mehr ernst und dann ist es halt auch ein bisschen lustig vielleicht oder so. Ist halt, wann das entscheiden dann Menschen, die das spielen. So. Die dritte Wand zu durchbrechen kann auch ein Mittel sein, da manchmal humoristisch umzugehen. Das haben wir auch schon gemacht. Ja. Zum Beispiel gab es irgendwie mal einen Charakter irgendwie und wenn du den dann angequatscht hast, hat er gesagt, ja, was quatschst du ja eigentlich jeden an? Mhm. Ne? Weil du halt als Charakter durch die Welt läufst und jeden anklickst. Ah, jetzt quatscht der mich auch noch an hier. Also. Ja, das ist oder Kleptomanie oder sowas. Und da muss man dann halt gucken, dass man da einen Mittelweg geht. Und ab und zu kann sich das Spiel auch mal selbst auf den Arm nehmen. Mhm. Aber zumindest die Motivation des Hauptcharakters, die sollte dich ein bisschen mitnehmen, damit das Spaß macht. Ja. Gut. Dann war's das mit der Community-Frage, weil die war sehr lang. Genau. So. Und ich hätte noch eine Sache zu erwähnen. Ich hätte gerne eine Trophy-Box erwähnt. Und zwar hat mir eine Freundin von mir, die ich in der Disco öfter mal treffe, Franzi, eine Fledermaus gebastelt. Hier, guck mal. Ja. Vielen Dank, Franzi. Also die fand ich wirklich sehr beeindruckend. Ja. Origami, würde ich auch gerne können. Kann ich aber nicht. Ja, müsste ich vielleicht mal auseinanderbauen, aber dann kriege ich die nie wieder zusammen. Nein, mach das nicht. Mach das nicht. Okay, vielen Dank. Dann, hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Becken TV. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Achso, jetzt hatte ich den Witz gar nicht aufgelöst vom letzten Mal. Ja, dann löse ihn doch jetzt auf. Also mein Lieblingsscherz bei Monkey Island war aus dem zweiten Teil. Ja. Eigentlich ist das gar kein verbaler Gag, sondern ein visueller Gag. Mhm. Da ist nämlich diese Pixelfigur. Und in einer bestimmten Situation sitzt die am Lagerfeuer. Und guck mal kurz mit dem einen Pixel in die Kamera.